bei einer neuen Folge von Everspace 2. Wir sind jetzt in der 6. Aufnahme. 6. Folge. Das freut mich sehr, weil das Spiel macht richtig Laune. Ja, und ich würde mich natürlich super freuen, wenn wir diesen PrimeSense STA bekommen können. Dafür sollen wir eine Mission bekommen, also machen, damit wir weniger bezahlen müssen, die Hälfte quasi. Ja, das heißt, wir müssen mal loslegen. So, die Station ist da hinten, Search Area. Hier sind wieder ganz viele Gegner. Da waren wir auch schon in dieser Gegend da. Wir haben ja alle schon abgesucht vorher. Hier sind ganz viele. Fliegen wir dahin, weil die bekämpfen gerade die Gegner. Okay. Kann vielleicht echt böse werden. Muss mal schnell weg. Thank you.
Viper jumped out. Is the package still there? Can't find it anywhere. What ship types did the group fly? Apart from that Elite Viper, there were two Madcaps, a Scout, and a Sniper drone. Just as I thought. I hate those guys. They pestered me to sell them the Wes, but I turned them down. They didn't happen to have left their address by any chance? The Viper pilot has his lair in Rhodia orbit. I would be very grateful if you could get my package back. This will cost you. How about a raise up to 3.5K? Sounds fair. I'm on it. Gucken wir mal, wir müssen jetzt in ein anderes Gebiet. Und zwar da. Okay, dann fliegen wir doch mal dahin, oder? Aber erstmal, da sind noch Drohnen. Rhodia Orbit. Da waren wir ja schon mal. Ja, der bezahlt uns natürlich nicht, um Fragen zu stellen, ist ja logisch. So 800 Meter müssen wir jetzt hier haben, ne? Ja, cool. Ich würde sagen, wir nehmen aber noch die Gegner mit, oder? Aufpassen, dass wir nicht die da mit triggern. Player Perks. Every 5 levels, a set of 3 new player perks gets unlocked. Choose one perk
of your liking or none. But why should you do that? That note that can change your election at any time. Just choose what's best for the current situation, okay? Ich habe gesagt, ich wollte die anderen nicht triggern. War ein bisschen knapp. Ja, das war natürlich jetzt einfach, weil da mitgeschossen wurde. So kann ich meine Dings wieder aufladen. Meine Armor. Pro Kill kriege ich nämlich Armor. So, ich würde einfach sagen, wir fliegen rein und dann... Bam! Nur noch eine Rakete. Aber es sollte eigentlich sich ausgehen. Wir sind jetzt hier durch. Outdoor Rim. Da müssen wir jetzt hin. Oder? Gucken wir mal. Ja, wir müssten dahin in Transit mischen. Oder halt dahin, um the good and the bad and the death end zu machen. Dann machen wir das mal. Ich weiß nicht, was genau, aber... See to Outer Rim. Und dann müssen wir uns vielleicht gleich reparieren. Lass mal nochmal schauen. So. Elite Outlaw. Die sind aber nur weiß.
Deliver the package to the Seto Outer Rim. Are you the guys I'm supposed to meet? You have the package? Yeah, here. This paint job will finally make us stand out. They will see that we're not like everyone else. Am I the only one who prefers to not stand out around here? Time to head back to the trader. Okay. Das ist hier Fischfutter. Die Drohnen sind echt nicht stark. Damit können wir unsere Armor bitte erhöhen. Der ist heavy, der Trupp. Oh je, wir müssen weg hier. Ich würde sagen, wir hauen ab. Das waren 3 zu viel. I delivered the paint. Very good. Say, about those customers of yours. They were 2 madcaps, a scout, a sniper drone, and an elite Viper pilot. Yeah, they're quite the raggle-taggle group. It's really hard not to like them, isn't it? They're exactly the same as the guys you just made me fight. Ah, there's a big difference. Return to my shop and you'll understand. Ja, für uns waren es eigentlich dieselben Feinde, wie wir jetzt das Paket abgegeben haben, ne? Da, wo wir das Paket abgeluchst haben, waren, glaube ich, dieselben, oder sahen zumindest aus, wie die wir jetzt... Naja. Oh, das sind aber große Fighter. Das sind Transportschiffe, ne? Das sieht gut aus. Thank you.
So, haben wir das. Ja, die ist schon. Also, der ist auf jeden Fall schon fast down. So, da haben wir wieder volle Ammo, ne? Vielleicht sollte ich mal die 5 benutzen. Da habe ich keine Reparaturkosten. So. Oh. Also noch Credits. Excellent job. Here are your credits. Great. Oh, and one more thing. Thank you. You're welcome. When the two Viper pilots came by to order the paint, the first one just barged in, slammed his money on the counter and made his proposition. While the other one began by asking if it was okay for him to dock here. When I said yes, he thanked me. Can you believe that? That's, amazing. Life out here is cruel and violent. Barely anyone treats their neighbor as their equal. So just hearing a friendly thank you every once in a while means something to me. Sometimes it's the small things that really make us stand out. Yeah, right. Well, thanks for the creds, I guess. You're very much welcome, my friend. So, jetzt können wir erstmal hier aufstocken und reparieren. Und dann können wir im Shop endlich das Ding kaufen. One pre-war system scanner coming right up. Say, do you know about any medical stations nearby? The closest is probably the one at Prescott Starbase in Union. And here in Cedo? You're kidding, right? Out here, no one ever cared about infrastructure like that. Not even during the war. I understand. Thanks anyway. No problem. Okay. Dann gucken wir mal. Die Gauss-Kanone, die Stufe 5, ist auf jeden Fall besser als die Laser. Definitiv. Dann können wir die verkaufen. Die können wir auch verkaufen. Die Thruster sind nur minimal besser. Verkaufen. Die Weather Pulse, ja, sind auch nicht gut. Okay. Uff, wir haben jetzt nur noch 2079 Credits. Achso, wir können jetzt hier einen Perk auswählen, ne? Defensiv Messker, das macht Killing an Enemy instantly triggers your Shield Recharge. Also wenn wir einen Gegner töten, kriegen wir sofort ein Schild wieder aufgeladen. Killing Enemy, also Entschuldigung, Indeed of Taking Lethal Damage, a Shield deploys that grants invisible and lasts 10 seconds. The chip must be docked to make the Shield available again after use. Oder? Wenn ich booste, kriege ich 25% mehr weniger Damage. Booste eigentlich sehr oft. Aber das Schild ist eigentlich besser. Gut. Dax? Komm in, Dax. Any news? So I just bought the STA. And guess what? There are no medical stations out here. I told you we would come across something. With enough time. I don't have time. Why am I getting the feeling you're just using me to beef up your crappy station on the cheap? Listen, I didn't have to take you in or stick your friend in my freezer. I'm trying to help you, but we gotta do it my way. With patience and under the radar. This is taking far too long. For people like us, it is what it is. There are no shortcuts in the DMZ. There, talk to me. Yeah, I'm here. A delivery convoy for G&B just jumped in.
all automated, barely guarded, and completely packed. I'll be damned if they're not hauling a medical pod. Remember what I said about being boring? This is sticking your fingers in the faces of the very people we want to avoid. I'm sorry, Dax. My friend is in trouble, and this is my chance to help him. The convoy's AI-driven. There are just a few guards. I might even manage to steal the meds without any trouble at all. I don't like it. If this operation goes south, it's on you. And your head alone. Got it? Yeah, I get it. It's been like that all my life. Okay. Würde sagen, wir fliegen mal zur nächsten Aufgabe. Müsste dann da sein. Da. Hier ist ein Notruf, oder? Notrufe muss ich annehmen, tut mir leid. Kurz weg hier. Ich muss mal jetzt was rauswerfen. Okay, die Sticky-Türme haben wohl nicht funktioniert.
Ah, shit. Waren einfach so viele. Ja, dass ich denen nicht helfen konnte, war natürlich doof. Gut, das war eine Lehre. Also wenn du die... Also die wurden, der wurde ja richtig hart angegriffen, der Frachter. So, die Medizin. So, die Sticky-Turrets habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Credits haben mir auf jeden Fall gut getan. So, und diese Turrets, ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. A turret to sticks to wreck surfaces only and fights for you. Keine Ahnung. So, ich nehme mal meinen Reparator. Die ist natürlich gut, die Autocannon, die ist besser als die wir jetzt haben. Okay. Ein bisschen mehr Platz haben wir jetzt auch. Hat sich zumindest insgesamt gelohnt, auch wenn ich leider das Schiff nicht retten konnte. Ja, und ich habe natürlich keine Nanobots mehr. Crafting, a cargo unit enables to dismantle equipment. Okay. Schade, dass ich den Frachter nicht retten konnte. Hätte mir bestimmt eine gute Belohnung gegeben. Aber das kriegt man auf Dauer auch hin. Und wir sind schon wieder am Ende einer Folge, glaube ich. Ich würde sagen, wir fliegen kurz vor Nerea, der Transit Point, und schauen mal, dass wir da vielleicht in der nächsten Mission weitermachen können. Haut rein, bis dann.